Herzlich willkommen, Freunde, zur neuen Wulu-Tour und zum ersten Video, zum ersten Angelvideo in 2022. Heute geht's an die Wule mit leichter Montage. Mit einer ganz normalen Posenmontage zeige ich euch gleich nochmal und meinem Lieblingsköder Teig. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir sehen uns am Wasser. Ja, dann kommen wir erstmal zu meiner Montage. Ich habe hier zwei kleine Stopper aufgezogen. Ich hoffe, man zwei Stopper, Wirbel, dann hängt hier die Pose drin. Nochmal zwei Stopper, dann eine Punktbebleihung mit drei Schroten. Wieder ein kleiner Wirbel im Vorfach drin und der Köder heute wird Teig sein. Die Pose hat eine Tragkraft von 4,5 Gramm. So, Akku ist gewechselt, Flugsack ist aufgesetzt. Dann geht es jetzt auch wieder zurück auf die Route. Kommt jetzt der erste Wurf des Jahres 2022 an einem meiner absoluten Lieblingsspots. Und dann schauen wir mal, was sich heute so fangen lässt. Mit Teig geht ja eigentlich fast immer was. Ich habe einen relativ kleinen Haken drauf, ich glaube nur 12, also ein 12er Haken. Nein, könnte auch ein 14er Haken sein. Ich habe die Pose jetzt auch für den Anfang erstmal relativ flach gestellt, weil, oh, da war schon der erste Biss. Weil ich ja nicht genau weiß, wo die Fische jetzt aktuell stehen. In der Wule ist das immer unterschiedlich. Oh, und da war schon der erste Biss. Das wäre es ja jetzt gewesen, nach 5 Minuten schon Live-Biss und den ersten Fisch. Also wieder eine kleine Teigkugel drauf, Hakenspitze guckt raus. Und direkt hier an der Brücke, also ab wieder runter. Und dann schauen wir mal, ob wir gleich nicht noch einen Biss verwandeln können. Ja, ich lasse die Pose jetzt hier auch mit der Strömung treiben. Und so könnt ihr natürlich auch eine größere Fläche abnehmen. Gerade wenn ihr hier so wie die Wule halt so ein Kanal ähnliches Gewässer habt, was halt nicht breit ist oder ein Bach oder so, könnt ihr damit auch die Fische suchen. Das eignet sich immer sehr gut. Ihr müsst halt bloß aufpassen, dass der Schnurrbogen nicht zu groß wird und dass die Pose keine Hindernisse treibt. So, da haben wir gerade den nächsten Zupfer, aber hat dann schon wieder losgelassen. Vielleicht ist die Teigkugel zu groß. Oder die Teigkugel ist komplett ab. Ah, okay, geht natürlich auch. Ich werde es jetzt mal, ihr seht hier den Haken. Der ist wirklich sehr klein. Und da kommt jetzt so eine ganz kleine Teigkugel drauf. Dann schauen wir mal, ob sich dafür nicht ein Abnehmer findet, weil die Teigkugel können eigentlich so gut wie alle Fische gut einsaugen. Hakenspitze guckt raus, Hakenspitze scharf. Da sollte jetzt eigentlich auch was gehen. So, da haben wir den nächsten Zupfer. Mal sehen. Na, noch hat er nicht. Na, Köder ist noch dran. Ne? Aber die waren schon ein bisschen mehr, also sahen mehr nach Biss aus. Haben wir jetzt auf jeden Fall schon mehrfach den Teig abgenuckelt. Oh. Jo. Da haben wir den ersten Fisch 2022. Ein kleines Rotauge. Also wirklich süß, makellos, also absolut schöne Farbe. Und hier, ihr seht, an der Unterlippe gehakt, ganz knapp. Das hat jetzt genau die richtige Größe für mich zum Hechtangeln, aber ja, haben ja schon Zeit. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich hier an den Stellen etwas flacher stellen muss, weil hier, man sieht es da auch im Wasser, Wasserpflanzen noch drin sind oder schon wieder. Und man sieht es ja an der Pose, wenn die irgendwo am Grund hängen bleibt. Ja, kurzes Wort zum Tackle. Wir haben hier die iCore Black, mit der ich auch feines Grundangeln mache. Von Cormoran, also kennt ihr, habe ich auch unten verlinkt. Und dann haben wir die Ryoshi, verbessert mich bitte, wenn ich es falsch ausspreche, 2000 FD, also Größe 2000, mit einer, ich glaube 012er war hier drauf, also 012er geflochtene. Die Rute hat 3 bis 12 Gramm Wurfgewicht, seht ihr hier auch nochmal, und ist 1,95 Meter lang, hier so für dieses Pirschangeln zwischen den Ästen, die ihr hier alle seht, ist sie genau richtig, da bringt eine lange Rute nichts. Ja. Ich probiere es weiter und melde mich mit dem nächsten Fisch. Ja, Freunde, also hier auf dem Wulesee, hier ist noch Eis drauf. Ich finde es erstaunlich, dass der überhaupt zugefroren ist. Und die haben so anscheinend, also entweder war es der Biber oder die haben hier selbst einen Baum gefällt. Natürlich krass. Könnte auch der Biber gewesen sein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tja, also eigentlich dachte ich, könnte jetzt hier am Wulesee schön angeln, aber hat sich ja
mit der Eisdecke so ein bisschen erledigt. Wer die Stelle hier so ein bisschen kennt oder über die Jahre verfolgt hat, der weiß, dass hier eigentlich immer sehr, sehr viel Vegetation war. Ja, davon ist nicht mehr viel übrig, haben sie geschnitten. Ja, hier erkennt man auch ganz gut die Unterschiede, wo circa Pflanzen sind und wo Sand ist. Da ist übrigens meine Pose da so. Hier ist Sand und hier, wo es dunkler ist, das ist jetzt nicht durch den Baum, sondern da ist auch generell dunkler, das sieht man jetzt auf der Kamera leider nicht so gut. Da sind höchstwahrscheinlich Wasserpflanzen. An der Stelle hier habe ich eigentlich immer recht gut gefangen. Aber im Winter ist ja alles anders. Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier noch weiterentwickelt. Und jetzt haben wir hier den zweiten Fisch, wieder so ein sehr kleines Rotauge. Aber im Winter freut man sich ja über jeden Fisch doppelt. Auch wieder ein makelloses Tier. Ja, so hier in diesem überhängenden Baum hatte ich jetzt die nächsten Zupfer. Also ich hatte jetzt lange keine mehr. Und da hier ja von diesem Baum auch das ganze Jahr über Sachen ins Wasser fallen, also seien es Äste, seien es, ich weiß nicht genau was es ist, aber Blätter und so, stört das Geräusch zum Beispiel von der Pose und dem Blei, also sollte es zumindest die Fische nicht so sehr stören, wie wenn ihr jetzt an der Stelle angelt, wo nichts ist. Weil das Geräusch, wie was ins Wasser fällt, kennen die Fische und zum Teil, kommt halt immer natürlich darauf an, wo ihr angelt, verbinden die Fische das natürlich auch mit Futter. Also aus den Bäumen fallen ja sowieso auch Insekten, die dann von den Fischen gefressen werden. Und an sich ist unter den Bäumen immer mit einer der besten Plätze. Problem natürlich, was viele Angler auch kennen dürften, was mich leider auch schon ein bisschen was an Tackle gekostet hat. Man kann natürlich auch im Baum hängen bleiben. Deswegen auf jeden Fall diese kurzen Routen. Da verheddert man sich auch nicht so leicht. Probier es jetzt hier mal. Mal schauen. Aber ja, anscheinend ist der Fisch oder sind die Fische, von denen die Zupfer kamen, jetzt auch weg und weitergezogen. Ja, und so werde ich jetzt auch erstmal weiterziehen. So, ich bin jetzt am Startpunkt wieder angekommen. Ja, und versuch's jetzt hier noch ein bisschen. Vielleicht lässt sich ja noch ein kleines Rotauge überlisten. Da war was. Beim Hochheben habe ich es eben gespürt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lässt sich ja hier noch was fangen. Ja, Freunde, ich hab's geschafft. Ich habe mich echt ordentlich hingepackt. Ach Mensch. Ja, Freunde, das soll es ja auch für heute gewesen sein. Zwei Fische gefangen, gut, geht besser. War trotzdem schwer, außer dass ich mich voll hingepackt habe. Ja, aber es ist nichts kaputt gegangen, nichts verloren gegangen. Also, außer die Hose und ein bisschen, glaube ich, von der Jacke ist jetzt nicht schmutzig geworden. Ja, war auf jeden Fall ein schöner Tag und ja, als zum Start der Saison vollkommen in Ordnung. Erster Fisch, Rotauge bzw. Plötze. Ja, mal schauen, wie sich die Saison entwickelt. War auf jeden Fall, es war schön, einfach mal wieder rauszukommen, mal wieder am Wasser zu sein, war ich jetzt lange nicht. 25. Wuhletour ist es jetzt. Ja, macht's gut, geht raus, fangt dicke Fische, seid am Wasser und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder.